Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte ja in den beiden letzten Predigten über die Zuverlässigkeit der Bibel gesprochen. Ich hatte bereits gezeigt, dass die alttestamentlichen Schriften laut den Aussagen der neutestamentlichen Schriften inspiriert waren. Und ich hatte auch bereits schon einiges über die neutestamentlichen Schriften gesagt. Und ich möchte heute der Frage nachgehen, wieso wir überhaupt sicher sein können, dass die neutestamentlichen Schriften, wie wir sie haben, das inspirierte Wort Gottes sind. Das ist eine sehr wichtige Frage, denn einige behaupten zum Beispiel, dass einige der Briefe, die wir heute im Neuen Testament haben, gar nicht ins Neue Testament gehören. Andere behaupten, dass es noch weitere inspirierte Schriften gibt, die im Neuen Testament sein sollten. Zum Beispiel hat Luther behauptet, dass der Jakobusbrief eine strohene Epistel sei, der also gar nicht in das Neue Testament gehörte. Und für viele Jahre hinweg hat sich die katholische Kirche nicht darüber einigen können, ob zum Beispiel das Buch der Offenbarung in den Schriften des Neuen Testamentes gehören sollte. Und dann sind andere Bücher, die sogenannten Apokryphen, von denen einige behaupten, dass die also doch im Neuen Testament sein sollten. Also wie ist, um es anders zu formulieren, der Kanon zustande gekommen? Der Kanon, der uns sagt, welche neutestamentlichen Schriften göttlich inspiriert sind. Und wer hatte die Autorität, diesen Kanon zusammenzustellen? Nun, einige behaupten, dass es die katholische Kirche war, die sich so im 3. oder 4. Jahrhundert diese Stellen angeschaut hat und dann entschieden hat, was jetzt autorisierte Schriften seien oder nicht. Schwieriges Wort. Also mit anderen Worten, was die Autorität dafür ist, was inspiriert ist oder nicht. Aber ist das wahr? Ist das der Fall? Oder sind die neutestamentlichen Schriften schon viel früher kanonisiert worden? Und wenn ja, dann von wem? Ich habe hier ein interessantes Buch. Das wurde von Floyd Nolan Jones geschrieben. Und das heißt im Englischen, Which Version is the Bible? Oder welche Version ist die Bibel? Und er schreibt da sehr, sehr interessante Dinge und ich möchte kurz ein wenig hieraus vorlesen. Allerdings muss ich das jetzt aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Er schreibt so ungefähr, dass der Apostel Johannes ja nun ein sehr langes Leben gehabt hat. Und er hat das Zeugnis eines Apostels gegeben, welche Schriften göttlich inspiriert waren und welche nicht. Und er schreibt hier, dass er, als er so um das Jahrhundert starb, diese Wahrheit seinen Jüngern weitergegeben hat. Es heißt, dass er ja auf der Insel Patmos verbannt war. Und als er dann von der Insel Patmos zurückkehrte, da hat er dann diesen heiligen Kanon zusammengestellt. Und zwar dadurch auch, dass er dann die drei Briefe schrieb, die drei Briefe des Johannes, das Johannesevangelium und natürlich auch das Buch der Offenbarung. Und er hat dann auch, wie dieser Autor hier schreibt, die anderen Schriften des Neuen Testamentes, wie wir sie heute haben, als inspiriert betrachtet und in den Kanon mit eingenommen. Nun, dieser Autor, Floyd Nolan Jones, steht mit dieser Auffassung keineswegs alleine da. Es gibt ein Buch, Haley's Bible Handbook. Das ist im Jahr 1965 erschienen. Ich habe also die 24. Ausgabe. Und da heißt es hier, dass zum Beispiel Schreiber wie Clemens von Rom, der im Jahre 95 nach Christus lebte, Polycarp, der so um 110 nach Christus lehrte, und auch Ignatius, der im Jahre 110 nach Christus lehrte, die haben bereits verschiedene Bücher, die wir heute im Neuen Testament haben, als inspiriert zitiert. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass erst im 3. oder 4. Jahrhundert eine solche Aussage getroffen worden ist. Diese Idee, diese Überzeugung bestand bereits schon viel früher. Wir wissen auch, dass Johannes scheinbar der letzte der ursprünglichen Apostel war, der starb. Also alle anderen Apostel waren bereits vorher gestorben. Und er hat das Buch der Offenbarung niedergeschrieben, aufgrund einer Vision, die er von einem Engel erhielt. Und dieser Engel gab die
Vision weiter, die er von Christus erhalten hatte, der wiederum alles dies von Gott dem Vater erhalten hatte. Und schauen wir uns an, wie Johannes das Buch der Offenbarung einleitet. Offensichtlich in der Überzeugung, das, was ihm mitgeteilt worden ist, dass dies das letzte Buch des Neuen Testamentes sein würde. Es heißt hier in Kapitel 1 und Vers 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinen Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes, schauen Sie, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und wie wir noch sehen werden, zum Abschluss des Buches wiederholt Johannes dieselbe Aussage und dieselbe Warnung. Nun, wir hatten bereits in einer der letzten Predigten gehört, dass noch vor Johannes, mit anderen Worten vor seinem Niederschreiben des Buches der Offenbarung, Briefe zirkulierten in der neutestamentlichen Kirche. Briefe, die von Paulus geschrieben worden waren. Und wir hatten einige Stellen gesehen, die uns zeigen, dass Johannes darauf bedacht war, dass diese Briefe bewahrt werden sollten und dass sie von nicht nur der bestimmten Gemeinde gelesen werden sollten, an die er schrieb, sondern auch von allen anderen Gemeinden der Kirche Gottes. Nun, ich möchte hier kurz eine Stelle aufschlagen im 2. Thessalonikerbrief, im 2. Kapitel. Die hatten wir bereits schon gelesen, aber ich möchte sie noch einmal lesen und dann auf eine weitere Stelle eingehen, die wir noch nicht gelesen haben. Im 2. Thessalonikerbrief, im 2. Kapitel. Da lesen wir in Vers 15, dass Paulus sagt, 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 15. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Nun, warum betont er das? Warum betont er, dass es wichtig ist, auf die Briefe des Paulus zu achten, auf die Predigten des Paulus zu achten? Nun deshalb, weil damals schon falsche Briefe zirkulierten. Briefe, die Vorgaben von Paulus zu sein, die aber nicht von Paulus waren. Und es wurde auch gesagt, ja, der Paulus hat dies und das gelehrt, was der Paulus keineswegs gelehrt hatte. Schauen Sie in 2. Thessalonicher Kapitel 2, da sagt er uns nämlich in Vers, angefangen in Vers 1, was nun das Kommen unseres Herrn für Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinne nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Also Paulus musste sich hier mit der Situation auseinandersetzen, dass es Briefe gab, die zirkulierten, die Vorgaben von Paulus zu sein. Und die möglicherweise einige Wahrheit enthielten, aber auch eben viele falsche Dinge. Oder aber er wurde zitiert und es wurde gesagt, ja, der Paulus hat dies und das gesagt. Er sagt sogar im Römerbrief, einige sagen bewusst Dinge, die ich nie gesagt habe, um mir zu schaden. Nun, meine Damen und Herren, ich möchte hier kurz ein paar Worte Ihnen auf den Weg mitgeben in eigener Sache. Mir ist es jetzt zur Kenntnisnahme gelangt, dass einige gewisse Teile unserer Predigten oder unserer auf Posten stehenden Programme benutzen, die dann irgendwie weiterleiten auf die ihre eigenen Webseiten aufladen und vielleicht über das Internet weiterleiten, aber aus dem Zusammenhang reißen, was gesagt ist. Und nicht nur das, die also vorgeben, dies stamme von mir, und dann werden da Dinge hinzugefügt. Dinge zu Anfang meiner Aussagen und zu Ende meiner Aussagen und manchmal sogar auch während meiner Aussagen. Da werden zum Beispiel Untertitel mitgegeben, da wird zum Beispiel Musik eingefügt. Nun, wenn wir Programme machen wollten, wo da Musik drin steht oder drin ist, dann würden wir das von alleine schon tun. Aber das Problem ist natürlich, dass alles dies den Eindruck erweckt, alles dies stamme von uns. Es stammt nicht von uns. Ich habe jetzt ein Programm gesehen,
da heißt es, als das ist ein Vortrag von Norbert Link, und dann wird zunächst einmal eine Einleitung von 5 Minuten gegeben, da spricht jemand ganz anderer, nicht der Norbert Link, und dann werden Bilder mit eingeblendet von Jesus Christus, angeblich wie Jesus Christus ausgesehen haben soll. Eine weiblich aussehende Gestalt mit langen Haaren. Und dann wird auch zu Ende dieses Ausschnittes wiederum etwas gesagt, was nicht von mir stammt, und weitere Bilder werden mitgegeben, die ebenfalls nicht von mir stammen. Und der Eindruck wird natürlich erweckt, dass diese gesamte Sendung, wie sie dann publiziert wird, von mir stammt, dass ich dahinter stehe, dass ich damit im Einklang bin. Und ich bin das keineswegs. Schauen Sie, die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass wir keine Bilder von Jesus Christus machen sollen. Keine Bilder, keine Abbildungen und auch natürlich keine Statuen. Der Grund ist der, dass Paulus uns sagt, Jesus, der Gott war, wurde Mensch, wurde zu Fleisch und Blut, aber wir kennen ihn heute nicht mehr als Menschen. Wir kennen ihn heute nur noch als den verherrlichten Gottessohn. Und wenn Sie eine Vorstellung davon bekommen wollen, wie Jesus Christus wirklich aussieht, dann schauen Sie sich einmal das Buch Offenbarung an, das 1. Kapitel, wo er in seiner verherrlichten Gestalt beschrieben wird, in einer solchen großartigen Weise, dass Johannes ohnmächtig fast vor ihm zu Boden fiel, weil diese Erscheinung so gewaltig war. Und wenn wir uns heute jetzt Bilder von Jesus Christus machen wollen, so als Mensch, und keiner weiß, wie er ausgesehen hat, dann haben wir eine total falsche Vorstellung von dem, was Jesus Christus heute ist. Aber nicht nur das. Er wird auch total falsch dargestellt als Mensch. Er wird dargestellt als ein weiblich aussehender Mann mit langen Haaren. Wussten Sie, dass Jesus Christus gar keine langen Haare getragen hat? Johannes sagt uns im Korintherbrief, lehrt euch nicht die Natur selbst, dass es eine Unehre, eine Schande ist, für einen Mann lange Haare zu tragen. Das kommt für viele vielleicht als eine Überraschung, weil wir haben ja alle diese Gemälde gesehen, wo Jesus Christus mit langen Haaren dargestellt wird. Nun, diese Gemälde wurden nach vielen, vielen Jahrhunderten nach dem Tode Jesu Christi gemalt von Menschen, die damals so gelebt haben. Es gibt überhaupt keine Abbildungen von Jesus Christus bis zum 3. Jahrhundert oder so. Und die erste Abbildung, die man kennt, da wird interessanterweise Jesus Christus mit kurzen Haaren dargestellt. Es ist auch jetzt bewiesen worden, und die BBC hat ein Programm darüber gebracht, dass die Juden zur Zeit von Christus gar keine langen Haare getragen haben. Die haben kurze Haare getragen und Jesus sah aus wie ein gewöhnlicher Jude. Er musste ja von Judas identifiziert werden. Wenn er lange Haare getragen hätte, dann wäre das gar nicht notwendig gewesen. Es gab nur einige wenige, die lange Haare trugen. Das sind die sogenannten Gottgeweihten. Das Alte Testament spricht in Bezug auf Samson davon, dass er ein Gottgeweihter war, der lange Haare trug. Möglicherweise war auch Samuel ein Gottgeweihter. Möglicherweise war auch Johannes der Täufer ein Gottgeweihter. Aber schauen Sie, Christus war kein Gottgeweihter. Warum nicht? Weil er dann gegen die Gebote, die sich auf diese Gottgeweihten bezogen, hätte dagegen verstoßen. Denn die Gottgeweihten durften zum Beispiel keine Toten anfassen und die durften noch keinen Wein trinken. Die durften noch nicht einmal Traubensaft trinken. Schauen Sie, Christus hat Wein getrunken. Und einige sagen, er hat keinen Wein getrunken. Das ist verkehrt. Er hat Wein getrunken. Er wurde ja von den Pharisäern angegriffen. Die sagten ja, das ist ein Weintrinker. Und dann sagt er, ja, ich bin ein Weintrinker und Johannes, der trinkt keinen Wein. Und beide werden angegriffen. Aber die Weisheit wird durch ihre Werke gerechtfertigt werden. Er war jemand, der Wein trank. Er war natürlich jemand, der Tote angefasst hat. Sie sogar geheilt hat. Wie zum Beispiel das eine Mädchen, das gestorben war. Und er hat sie dann auferweckt, dieses Mädchen. Schauen Sie, er war kein Gottgeweihter. Er hat von daher keine langen Haare getragen. Diese ganze Idee des Turiner Grabtuchs ist von daher auch schon falsch, weil dort eine Persönlichkeit dargestellt wird mit langen Haaren. Wer und was das immer war, wir können Ihnen dogmatisch versichern, es war dies nicht Jesus Christus. Aber hier wird jetzt ein Programm dargestellt, wie ich sagte, das den Eindruck erweckt, dass ich hinter einer solchen Übertragung stehe. Und ich stehe keineswegs dahinter. Wenn Sie wissen wollen, was wir wirklich sagen, dann schauen Sie sich nicht unbedingt das an, was so auf dem Internet zirkuliert, wie damals die Menschen nicht unbedingt das lesen sollten, was angeblich von Paulus herrührte. Gehen Sie auf unsere Webseite, auf postenstehen.de. Dort finden Sie die einzige autorisierte Fassung dessen, was wir lehren, was wir glauben. Lassen Sie sich nicht verwirren. Einige haben scheinbar auf diese
Internetprogramme, die da so zirkulieren, gesagt, ja, ich bin irgendwie verwirrt von dem, was Herr Link so sagt. Nun, einmal deshalb, weil sie nicht alles gehört haben, was ich gesagt habe, wenn sie nur kurze Ausschnitte hören, dann möglicherweise, weil sie Dinge gehört haben, die gar nicht von mir stammen. Und wenn sie immer noch verwirrt sind, dann vielleicht auch deshalb, weil sie jetzt mit der Wahrheit konfrontiert werden, die sie vorher noch nie gehört haben. Und das ist zunächst einmal sehr verwirrend. Aber gleichwohl ist es wichtig zu verstehen, dass man sich hüten muss davor, blindlings dem zu glauben, was man so hört, von dem man so meint, es stamme von uns, wenn es in Wirklichkeit gar nicht von uns stammt. Und Paulus hatte das gleiche Problem. Paulus sagte, da werden Dinge gesagt, die gar nicht von mir stammen. Da werden Dinge geschrieben, die gar nicht von mir stammen. Und was hat er dann getan? Er hat dann seine Briefe in einer gewissen Weise zum Abschluss gebracht, indem er gesagt hat, schaut hier, das ist mein Zeichen. Wenn ihr dieses Zeichen seht zum Abschluss meiner Briefe, dann wisst ihr, dass das von mir stammt. Nun, wir wissen nicht genau, was das für ein Zeichen war. Scheinbar war es damals nicht so einfach, diese Zeichen zu kopieren. Heute wäre auch das kein Hinderungsgrund. Menschen, die verfälschen ja laufend Unterschriften. Und jetzt mit der elektronischen Welt, die wir heute haben, da kann man ja leicht Programme dann benutzen und die dann verändern, wie das ja auch geschieht. Also Sie sollten schon aufpassen. Aber zurückkehren zu dem, was hier Paulus sagt. Briefe von ihm, die waren in Zirkulation. Und jetzt die Frage, wie wurden die dann zusammen mit den anderen Schriften des Neuen Testamentes in den Kanon eingeführt? Wer hat das getan? War es, wie gesagt, die katholische Kirche im 3. oder 4. Jahrhundert? Oder geschah dies schon weitaus früher? Und die Antwort ist, es geschah natürlich weitaus früher. Das, was nachher geschah, war lediglich eine Anerkennung dessen, was schon vor Jahrhunderten autorisiert worden war. Und die Inspiration, wie sie anerkannt wurde, natürlich letztendlich hat dies alles Gott bewirkt, die war, wie ich jetzt Ihnen zeigen werde, durch drei Apostel hauptsächlich geschehen. Durch drei Apostel. Und zwar durch die Apostel Petrus, Paulus und Johannes. Schauen wir uns zunächst einmal 2. Timotheus Kapitel 4 an. 2. Timotheus Kapitel 4 und in Vers 13. 2. Timotheus Kapitel 4 und in Vers 13. Da sagt der Paulus hier zu dem Timotheus, den Mantel, den ich in Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Besonders die Pergamente. Was ist damit gemeint? Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown, ein sehr bekannter Kommentar hier in den Vereinigten Staaten und in England, hat Folgendes dazu zu sagen, dass diese Pergamente aller Wahrscheinlichkeit nach die Schriften des Neuen Testamentes, wie sie bis zu dem Augenblick bestanden, enthielten. Zumindest die Schriften des Apostel Paulus. Deswegen war Paulus sehr darauf bedacht, dass Timotheus die mitbringen sollte. Der wollte natürlich, dass die bewahrt würden, dass die nicht in irgendeiner Form verloren gehen würden. Wir finden eine weitere interessante Stelle im 2. Petrusbrief. Im 2. Petrusbrief, zunächst einmal lesen wir Kapitel 3 und in Vers 16. Diese Stelle hatte ich bereits schon erwähnt, aber ich möchte sie noch einmal jetzt in diesem Zusammenhang erwähnen. In dem Zusammenhang der Briefe des Apostels Paulus. Schauen Sie, wie Petrus diese Briefe ansah. 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 16. Davon redet er, und er schreibt hier von Paulus, in allen Briefen, in denen er einige schwere Dinge bringt oder in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, wie auch die anderen heiligen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Also Petrus hat die Briefe des Paulus auf die gleiche Ebene gestellt wie die anderen heiligen Schriften. Mit Sicherheit die Schriften des Alten Testamentes und möglicherweise auch die anderen Schriften, die bereits schon bestanden, wie zum Beispiel sein Evangelium oder vielmehr das Evangelium, das durch Markus geschrieben worden ist, aber die Tradition lehrt uns, dass es Petrus war, der es durch Markus geschrieben hat. Also schauen wir, Petrus hat hier die Schriften des Paulus als gleichwertig betrachtet mit anderen heiligen Schriften der Bibel. Aber er sagt noch etwas mehr.
In 2. Petrus, Kapitel 1, 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 15. Nun, er hat diesen Brief ja kurz vor seinem Tode geschrieben. Diesen Brief und den 2. Petrusbrief. Und er sagt hier, ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Alles dies, was er gelehrt hatte, alles dies, was in den Briefen des Paulus stand, alles das, was also auch in den anderen Schriften stehen würde, er sagt, ich will mich bemühen, dass ihr das alles im Gedächtnis behalten könnt. Nun, ich möchte ein paar andere Übersetzungen hier vorlesen, die das noch klarer machen, was Petrus eigentlich hier gesagt hat. 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 15 in der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Ich werde also darauf bedacht sein, dass ihr euch diese Dinge ins Gedächtnis berufen könnt. Die Zürcher Bibel schreibt in 2. Petrus 1 und Vers 15, ich werde aber dafür sorgen, dass ihr auch nach meinem Hingang jederzeit euch diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Und dann noch die Menge Bibel, die das auch ähnlich formuliert, 2. Petrus 1 und Vers 15 in der Menge Bibel. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Heimgang jederzeit in der Lage seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. So, was hat Petrus getan, damit sie sich diese Dinge ins Gedächtnis rufen könnten, was er also gelehrt hatte, was also Paulus gelehrt hatte, was andere gelehrt hatten? Was hat er getan? Nun, wenn Sie sich ins Gedächtnis rufen wollen, was ich so lehre, da brauchen Sie lediglich auf unsere Webseite zu gehen und da können Sie sich diese Predigten anschauen oder Sie können Artikel dort lesen, die wir veröffentlicht haben und Broschüren. Was hat Petrus getan, damit die Geschwister in der Lage sein würden, sich alles dies ins Gedächtnis rufen zu können? Kehren wir zu 1. Petrus Kapitel oder 2. Petrus Kapitel 1 und Vers 18 zurück. Denn das schreibt er jetzt über die Begebenheit, wo drei Apostel auf dem Berg der Verklärung waren und wo also jetzt dann eine Stimme kam und zu ihnen sprach, als Christus verklärt wurde. Und in dieser Vision erschienen dann Mose und Elia im verherrlichten Zustand. Und Petrus schreibt hier jetzt darüber in 2. Petrus 1 und Vers 18 und es sagt hier, und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und dann sagt er hier in Vers 19, und so haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, dass auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Wer waren die drei Apostel, die auf dem Berg waren, als diese Verklärung stattfand? Wer ist derjenige oder wer sind diejenigen, auf die Petrus hier anspielt, als er sagt, wir haben dieses Wort gehört und wir haben das prophetische Wort bewahrt? Nun schauen wir uns die Stellen an. Zunächst einmal in Matthäus Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17. Und in Vers 1, nun, wie gesagt, dies war eine Vision. Einige sagen, das Reich Gottes war damals schon errichtet. Aber das war eine Vision. Eine Vision, die auf die Zukunft hindeutete. Wenn Christus im verherrlichten Zustand zurückkommen würde, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, und wenn dann Mose und Elia auch im verherrlichten Zustande im Reich Gottes sein würden. Jemand schrieb mir, dass er meint, das Reich Gottes sei inwendig in uns. Nun, das geht auf eine Falschübersetzung der Lutherbibel zurück, wo Christus zu den Pharisäern spricht, aber er sagt nicht, das Reich Gottes ist inwendig in euch, das wäre ja auch ein totaler Blödsinn. Das waren die Pharisäer, die sich gegen Christus, die sich gegen das Reich Gottes ausgerichtet hatten. Nein, er sagte, das Reich Gottes ist bereits mitten unter euch, denn er war da, der Repräsentant, der König, der Herrscher des zukünftigen Reiches. Insoweit war er unter denen, bei denen, mitten unter ihnen, aber natürlich nicht in denen. Aber hier lesen wir in Matthäus Kapitel 17 über die Verklärung in Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus
und Johannes. Petrus und Jakobus und Johannes. Jakobus und Johannes werden vielfach in der Bibel erwähnt als die Brüder, die die Söhne waren des Zebedäus. Kehren wir zu Matthäus Kapitel 4 zurück. Da wird nämlich die Berufung von Jakobus und Johannes beschrieben. Matthäus Kapitel 4 und Vers 21. Und als er von dort weiterging, da sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie. Also Johannes und Jakobus waren Brüder. Das waren die Söhne des Zebedäus. Johannes der gleiche, der später das Buch der Offenbarung schreiben würde, der die Briefe des Johannes schrieb, der das Johannesevangelium schrieb, der Jünger, den Christus besonders lieb hatte, dem er den Auftrag gab, sich um seine Mutter zu kümmern am Kreuz. Das war der Bruder von Jakobus. Beides waren die Söhne des Zebedäus. Nun, wir lesen eine interessante Stelle im 20. Kapitel, Matthäus Kapitel 20 und in Vers 20. Da wird nämlich die Mutter dieser beiden Söhne erwähnt. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen. Also hier kam die Mutter und hier kam Jakobus und hier kam Johannes. Und weil scheinbar Johannes zumindest wusste, dass er vielleicht eine engere Beziehung hatte zu Christus, da wurde jetzt diese folgende Frage gestellt. Die fiel vor ihm nieder und wollte ihm etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Und sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Also die Mutter hier, die wollte, dass die beiden Söhne des Zebedäus die höchstrangigsten Position im Reich Gottes einnehmen würden. Schauen wir uns die Antwort Jesu Christi an. Vers 22. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie antworteten ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, ihr werdet also sehr viele Unannehmlichkeiten haben dafür, dass ihr für mich eintretet, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, das steht mir nicht zu. Christus sagte, das kann ich noch nicht einmal bestimmen. Wer kann es bestimmen? Wer alleine bestimmt? Wer im Reich Gottes welche Position einnehmen wird? Er sagt, das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Immer wieder andeutend, immer wieder darstellend, dass der Vater die höchste Person innerhalb der Gottfamilie ist. Was zum Beispiel die Idee der Dreieinigkeit total widerlegt. Die nämlich behauptet, dass sowohl der Vater als auch der Sohn, als auch der Heilige Geist die gleiche Rangstellung einnehmen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Davon abgesehen, dass die Bibel nirgendwo lehrt, dass der Heilige Geist eine Person ist. Sondern lediglich ist der Heilige Geist die Kraft Gottes, die sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausströmt, in uns strömen kann, mit uns wirken kann, die wir dann natürlich benutzen müssen. Aber hier wiederum die Söhne des Zebedäus werden hier klar erwähnt. Dann auch im 26. Kapitel, Matthäus Kapitel 26 und in Vers 37. Matthäus 26 und Vers 37. Das ist, als er im Garten Gethsemane gebetet hat, kurz vor seiner Verhaftung. Er nahm drei seiner Schüler, seiner Apostel mit sich, die auch mit ihm beten sollten. Und die haben kläglich versagt, die sind eingeschlafen, die konnten nicht wach bleiben, um zu beten. Aber schauen Sie, wen er mit sich nahm. In Vers 37, er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, also wiederum Jakobus und Johannes, und fing an zu trauern und zu zagen. Und als er dann zurückkam, waren die am Schlafen. Die gleichen Apostel, die er mit sich nahm auf den Berg, als er verklärt wurde, nimmt er hier mit sich in den Garten Gethsemane. Also scheinbar wird hier die enge Verbundenheit zwischen Jesus und diesen drei Aposteln sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Und dann noch in Kapitel 27 und Vers 56. Da wird noch etwas erwähnt über diejenigen Frauen, die gegenwärtig waren, als Christus am Kreuz starb. Und hier wird erwähnt, unter ihnen war Maria von Magdala, also die berühmte Maria von Magdala, Maria Magdalena. Und Maria,
die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Also waren verschiedene anwesend, unter anderem die Mutter der Söhne des Zebedäus. Die war also auch anwesend, die war also eine Jüngere natürlich von Jesus Christus. Die kam ja zu Christus, um ihn zu bitten, dass ihre Söhne die höchsten Positionen im Reich Gottes einnehmen würden. Nebenbei gesagt waren dann die anderen Apostel erbost, als sie das hörten, denn die hätten natürlich auch gerne diese Positionen eingenommen. Kehren wir zurück zu 2. Petrus, Kapitel 1, und schauen wir uns noch einmal an, was hier der Petrus gesagt hat, mit diesem Hintergrund. 2. Petrus, Kapitel 1, und noch einmal Vers 19. Hier schreibt Luther, und so haben wir das prophetische Wort, dass ihr gut daran tut, dass ihr darauf achtet. Nun, die New American Bible übersetzt diese Stelle ungefähr wie folgt, und ich übersetze jetzt wiederum aus dem Englischen ins Deutsche. Wir besitzen die prophetische Botschaft, die in allem total zuverlässig ist. Nun, wenn es um prophetische Botschaft geht, dann kann das Wort prophetisch sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Wort kann sich aber auch auf inspirierte Predigten, auf die inspirierten Schriften beziehen. Und so hat also Petrus hier gesagt, wir besitzen das zuverlässige Wort, das inspiriert ist, das total zuverlässig ist. Wer ist wir? Nun, es geht um die drei Apostel, die auf dem Berg waren, als Christus verherrlicht wurde. Das waren Petrus, Johannes und Jakobus. Nun, Jakobus lebte zu dem Zeitpunkt, als Petrus dies schrieb, nicht mehr. Jakobus war derjenige, der getötet wurde. Sie lesen dies in dem Buch der Apostelgeschichte. Es war nicht der Jakobus, der nachher eine vorrangige Rolle in der Kirche Gottes spielen würde, der zum Beispiel auch den Jakobusbrief schrieb. Das war der Halbbruder Jesu Christi. Jesus Christus hatte ja Brüder, wie wir wissen. Und Jakobus war der Erstgeborene nach Jesus Christus. Und das war derjenige, der nachher dann der Apostel in Jerusalem wurde. Das war aber nicht einer der ursprünglichen Apostel. Der ursprüngliche Apostel Jakobus war derjenige, der in der Apostelgeschichte getötet wird. Und es wird nicht unbedingt gesagt, wie er getötet wird in der Apostelgeschichte, aber die Tradition geht davon aus, dass er von der Zinne des Tempels, von den Pharisäern und Sadduzäern hinuntergeworfen wurde, weil er eben Jesus Christus nicht verleugnen wollte. Also Jakobus war tot. Aber die noch lebten, waren Petrus und Johannes, die beiden anderen Apostel, die auf dem Berg der Verklärung waren. Und Petrus sagt, wir, also Petrus und Johannes, wir besitzen die inspirierten Worte des Neuen Testamentes. Wer hat alles dies autorisiert, ist wiederum die Frage. Wer hat das anerkannt? Wer hat also gesagt, ja nun, das sind aber jetzt die inspirierten Schriften des Neuen Testamentes? Nun, zunächst einmal hat offensichtlich Paulus dies akzeptiert, weil er nämlich von den Schriften sprach, die sich im Neuen Testament befinden. Interessanterweise. Schauen wir uns eine Stelle einmal an. In 1. Timotheus Kapitel 5. 1. Timotheus Kapitel 5. Wie ja auch Petrus, wie ich ja eben deutlich gemacht habe, die Schriften des Paulus als inspirierte Schriften angesehen hat. 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 18. Da lesen wir. Denn die Schrift sagt, das ist also jetzt, was Paulus schreibt. Denn die Schrift sagt, und jetzt zitiert er zunächst einmal 5. Mose, Kapitel 25 und Vers 4. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Okay, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und, also hier ist noch etwas, was die Schrift sagt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Nun wussten sie, dass diese Aussage, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, sich nirgendwo im Alten Testament befindet. Sie befindet sich allerdings im Lukas-Evangelium, im 10. Kapitel, und in Vers 7. Und wenn Sie eine Lutherbibel haben, die gibt hier diese Stelle an in der Randbemerkung. Aber was sagt Paulus? Er sagt, die Schrift sagt, und er zitiert das Lukas-Evangelium und sagt im gleichen Atemzug, das ist Teil der Schrift. Also das Neue Testament, in diesem Falle das Lukas-Evangelium, war Teil der Schrift in den Augen des Paulus. Und so hat er natürlich auch die anderen Schriften, die wir heute haben, solange wie sie bestanden und so weit, wie sie bestanden, als er lebte,
autorisiert. Und deswegen war er auch so bemüht darum, dass die Pergamente, von denen er sprach, bewahrt werden sollten. Und dann starb natürlich auch der Paulus und dann starb auch Petrus. Und der Einzige, der dann überlebte, war Johannes. Der Apostel Johannes, der dann eben die drei Briefe des Johannes schrieb und das Evangelium des Johannes und das Buch der Offenbarung. Und er hat dann offensichtlich alles dies dann mit in den Kanon der inspirierten Schriften hineingetan. Und dann hat das Buch der Offenbarung zum Abschluss der inspirierten Schriften geführt. Und das ist auch etwas, was die Bibel deutlich uns sagt. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 22 an. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 18. Wir hatten bereits gesehen, dass das Buch der Offenbarung zunächst einmal scheinbar den Abschluss der Schriften des Neuen Testamentes darstellen sollte, sowie die Einleitung zu verstehen war. Aber schauen wir uns auch an, was hier im Abschluss gesagt wird. Offenbarung Kapitel 22 und in Vers 18. Da lesen wir: Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieser Weissagung, so oder von dem Buch dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Offensichtlich, der Anspruch ist deutlich, dass dies hier ein inspiriertes Buch war. Das wird ja auch am Anfang gesagt, es war die Botschaft, die Christus durch einen Engel an Johannes brachte. Aber es geht ja hier noch darum, dass nichts hinzugefügt werden soll und nichts davon weggenommen werden soll. Nun, einige sagen, ja, das bezieht sich aber nur auf dieses Buch. Der Rest der Bibel, da kann man irgendwie hinzufügen oder wegnehmen, wie man will. Schauen Sie, die Lehre, dass man nichts hinzufügen darf, dass man nichts wegnehmen darf, befindet sich in den gesamten Schriften der Bibel. Schauen wir uns einmal 5. Mose an. 5. Mose, Kapitel 4. Das hat natürlich kolossale Bedeutung für uns heute. Denn wenn wir nichts hinzufügen dürfen, was in der Bibel steht, zu dem, was in der Bibel steht, und wenn wir nichts davon wegnehmen dürfen, zu dem, was in der Bibel steht, oder von dem, was in der Bibel steht, dann ist natürlich vieles von den Traditionen, die man heute so kennt, ist es natürlich sehr merkwürdig, nicht wahr? Die Bibel lehrt zum Beispiel, wie ich das in der letzten Sendung bereits deutlich gemacht habe, die Einhaltung des wöchentlichen Sabbats. Nun, mir hat gerade jemand geschrieben, ja, das sehe ich aber gar nicht so. Denn es gibt ja auch Stellen, die ja doch andeuten, dass der Sabbat abgeschafft sei. Also die Stellen, die müssen Sie mir erstmal zeigen. Interessant ist auch, dass selbst die katholische Kirche anerkennt, dass die Bibel nirgendwo den wöchentlichen Sabbat abschafft. Derjenige, der meint, es gäbe Stellen, die das tun, also der geht ja davon aus, dass die katholische Kirche da nicht weiß, wovon sie reden. Und dass er also jetzt Stellen entdeckt hat, die die katholische Kirche nicht kennt. Interessanterweise gibt es solche Stellen nicht. Es heißt im Hebräerbrief, es besteht die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Richtig übersetzt, wie das die Lamsa-Bibel übersetzt. Da kommt man nicht dran vorbei. Also alle diese ganzen Ideen, dass man hier Stellen aus dem Zusammenhang reißen kann, um zu sagen, ja, hier ist der Sabbat abgeschafft, die sind unsinnig. Die sind nicht biblisch. Hier sagt uns Mose Folgendes. In 5. Mose, Kapitel 4 und Vers 2. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn eures Gottes, die ich euch gebiete. Und Christus hatte ja die Schriften des Mose als inspiriert angesehen. Also er hat dann klar und deutlich gesagt, das sind die Schriften des Mose. Tut nichts davon weg und tut nichts dazu. Aber nicht nur finden wir dies im Buch Mose, sondern schauen wir uns auch das Buch der Sprüche an. Sprüche, Kapitel 30. Sprüche, Kapitel 30. Und in Vers 6, und hier wird ganz allgemein ausgedrückt, wie wir als Christen, wie wir als diejenigen, die die Wahrheit lehren wollen und leben wollen, wie wir uns zu verhalten haben. Sprüche 30, Vers 6,
tue nichts zu seinen Worten hinzu. Welche Worte sind gemeint? Vers 5. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Vers 6. Tu nicht zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Schauen Sie, Gott sagt uns, derjenige, der zu ihnen kommt und sagt, wir brauchen die Gebote nicht mehr zu halten, der ist ein Lügner. In dem ist die Wahrheit nicht. Also das sind Leute, die etwas von der Wahrheit wegnehmen. Das Gleiche gilt aber auch für die, die etwas hinzutun. Wie zum Beispiel, okay, von jetzt an müssen wir den Sonntag halten. Von jetzt an müssen wir Weihnachten halten. Von jetzt an müssen wir Ostern halten. Alles Feste, die in der Bibel keineswegs erwähnt werden, als solche, die von Christen zu halten sind. Ich hatte erwähnt, dass Christus keineswegs an einem Sonntag auferstanden ist. Nun, jemand schrieb, ja, wie was? Jetzt soll Christus noch nicht einmal an einem Sonntag auferstanden sein? Nein. Er ist auferstanden zu einem Zeitpunkt, als der Sabbat zu Ende ging. Denn schauen Sie, die Frauen, die kamen zum Grab, als der Sabbat gerade zu Ende gegangen war, als der erste Tag der Woche begann und die Tage begannen damals mit Sonnenuntergang, wie sie auch heute im hebräischen Kalender nach wie vor mit Sonnenuntergang beginnen. Und zu dem Zeitpunkt war Christus bereits auferstanden. Sie können dies im Matthäus-Evangelium nachlesen. Also wenn Sie das vorher nicht gewusst haben, dann wissen Sie es jetzt. Aber lehnen Sie es nicht ab, deshalb, weil Sie das nicht unbedingt glauben wollen. Ihnen steht zu, abzulehnen, was die Bibel sagt, aber Sie werden dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn Jesus Christus zurückkommt, um Sie zu richten. Auch da möchte ich kurz etwas erwähnen. Einige haben mir geschrieben, ja, wenn Christus zurückkommt, dann werden doch alle auferstehen. Das ist keineswegs der Fall. Die Bibel spricht von mehreren Auferstehungen. Paulus sagt, wenn Christus zurückkommt, werden die auferstehen, die in Christus gestorben sind, die den Heiligen Geist hatten. Im Buch der Offenbarung wird davon geredet, dass es eine erste Auferstehung gibt, aber dann auch eine zweite. Und die kommt 1000 Jahre später, die kommt nachdem das Millennium der Herrschaft Gottes über diese Erde für 1000 Jahre vollendet ist. Dann heißt es, dann kommt die zweite Auferstehung. Das sind alle die Menschen, die auferstehen, die eben den Heiligen Geist nicht hatten, die in den meisten Fällen gar nichts von Jesus Christus wussten. Die Millionen, Milliarden von Menschen, die gestorben sind, ohne überhaupt die Wahrheit gekannt zu haben. Gott hatte ja nicht jetzt verdammt dafür, dass sie die Wahrheit nicht kannten, sondern er wird ihnen diese Gelegenheit geben in der zweiten Auferstehung. Und dann wird sogar noch eine dritte Auferstehung kommen für diejenigen, die die Wahrheit kannten, die den Heiligen Geist hatten, die den Heiligen Geist aber wieder verloren haben, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, weil sie gegen ihn rebelliert haben. Aber die werden auch nicht in einer ewigen Hölle für alle Ewigkeit gequält werden, sondern sie werden ausgelöscht werden, wie es heißt, verbrannt werden. Johannes der Täufer sagt, an die ist bereits schon das Feuer gelegt und die werden verbrannt werden, ausgelöscht werden. Ihre Existenz wird sehr, sehr kurz sein, wenn sie in dieser dritten Auferstehung hochkommen. Einige haben mir auch die Frage gestellt, ja, wie kann es sein, dass sie von der Vorherbestimmung sprechen? Denn wenn sie von der Vorherbestimmung sprechen, dass einige jetzt in diesem Zeitpunkt berufen sind und andere noch nicht, dann haben sie denen ja irgendwie aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften ein Vorrecht eingeräumt. Keineswegs. Schauen Sie, die Vorherbestimmung hat lediglich mit der Berufung, dem Zeitpunkt der Berufung zu tun. Es ist keine Garantie dafür, dass derjenige, der berufen wird, es dann auch schafft. Aber Gott hat natürlich schon Vertrauen darauf, dass wenn er jemanden beruft und der dieser Berufung folgt, es schaffen kann. Aber wie ich sagte, damit ist aber kein Privileg zum Ausdruck gebracht, denn alle anderen, die noch nicht berufen sind, werden ja noch berufen werden in der zweiten Auferstehung. Also diejenigen, die Dinge, die ich so sage, aus dem Zusammenhang reißen, die müssen natürlich das ganze Bild sehen. Wie gesagt, nehmen Sie nichts von dem weg, was die Bibel sagt, und tun Sie auch nichts hinzu zu dem, was die Bibel sagt. Und so lesen wir die gleiche Ermahnung im Neuen Testament, und zwar vom Apostel Johannes, im zweiten Johannesbrief. Er hatte Anlass, dies zu schreiben, weil auch schon, wie in den Zeiten des Paulus, einige gekommen waren, die hatten Dinge gelehrt, die keineswegs mit dem im Einklang standen, was Paulus lehrte, und haben möglicherweise vorgegeben, das kommt von Paulus. Und so war das natürlich bei Johannes auch der Fall. Da kam jetzt, er war der einzige verbliebene ursprüngliche Apostel, der noch lebte. Und es kamen viele, die schon begonnen hatten, ein falsches Evangelium zu predigen. Schauen Sie, Paulus sagt im Galaterbrief, dass die Zeit bereits gekommen war, wo viele ein falsches Evangelium gepredigt haben. Wo viele einen falschen Jesus Christus gepredigt haben. Er sagt es im Korintherbrief. Und er warnt die Geschwister und sagt, und einige von euch, die akzeptieren das.
Und hier war Paulus, der versucht hat, die Wacht zu rütteln. Er sagt zu Timotheus, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Wir lesen, dass der Glaube ein für alle Mal den Heiligen übergeben worden war. Aber viele würden abfallen vom wahren Glauben. Das war damals schon prophezeit worden. Das war damals schon der Fall. Und so würde es auch natürlich im Laufe der Jahrhunderte weiter so gehen. Aber lesen wir im 2. Johannes, in Vers 9. Da sagt er, fangen wir in Vers 7 an, um den Zusammenhang zu sehen. Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen. Viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Da hat er schon im 1. Johannesbrief von gesprochen, dass es Menschen geben würde, die ablehnen würden, dass Jesus Christus tatsächlich ein Mensch geworden ist. Die sagen würden, ja, Christus, der war nach wie vor Gott, der konnte nicht sterben. Und was dann gestorben ist, das war scheinbar so eine Illusion oder was immer. Nein, Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen. Er wurde Fleisch, wie Johannes dies im 1. Kapitel seines Evangeliums beschreibt. Am Anfang war das Wort war mit Gott, Gott dem Vater, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch. Und er sagt hier, aber viele Verführer lehnen das ab. Aber hier an dieser Stelle, in 2. Johannes 9, da sagt er noch mehr. Er sagt nicht nur, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen war, als er damals ein Mensch wurde. Er sagt hier richtig übersetzt, in Vers 7, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch kommt. Nicht, dass er im Fleisch kommt, wenn er zurückkehrt, denn wenn er zurückkehrt auf diese Erde, wird er der Gott der Herrlichkeit sein, wie er sagt, er wird kommen der Herrlichkeit seines Vaters. Nein, der heute oder zum damaligen Zeitpunkt, als Johannes dies schrieb, in das Fleisch kommt. Wie kommt Christus in das Fleisch heute? Durch seinen Heiligen Geist. Er kehrt in das Fleisch seiner Jünger ein. Durch seinen Heiligen Geist. Christus sagt, wenn ihr mich liebt, so werde ich und meine Gebote haltet, so werde ich euch auch lieben und wir, der Vater und Jesus Christus, werden zu euch kommen und bei euch und in euch wohnen. Wodurch? Durch den Heiligen Geist. Das ist das, was Johannes hier sagt. Johannes sagt, es gibt sogar Verführer, die heute die Rolle des Heiligen Geistes ablehnen und sagen, ja, den gibt es gar nicht oder er hat keine Bedeutung. Oder wir brauchen uns nicht taufen zu lassen, um den Heiligen Geist zu erhalten, denn den brauchen wir nicht. Das ist der Zusammenhang. Und jetzt fährt er fort, Folgendes zu sagen. Das ist der Verführer und der Antichrist. Der Antichrist, derjenige, der etwas lehrt, was gegen die Gebote, die Lehre Jesu Christi ist. Vers 8. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Vers 9. Wer darüber hinausgeht, über das, was wir gelehrt haben, über das, was hier im Neuen Testament, im Alten Testament geschrieben steht, wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Der hat Gott nicht. Und wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Schauen Sie, wie hier Gott definiert wird. Der Vater und der Sohn. Weil beide Gottwesen sind. Beide Mitglieder sind der Gottfamilie. Aber wenn wir über das hinausgehen, was uns die Bibel lehrt, und mit anderen Ideen aufwarten und Traditionen akzeptieren und dadurch die Gebote Gottes abschaffen, was sagt Johannes hier? Der hat Gott nicht, der kennt Gott nicht, der versteht nicht, worum es hier eigentlich geht. Christus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Nun, einige haben gesagt, ja, wie kann das denn sein, weil der Herr Link, der hat ja behauptet, wir haben das ewige Leben noch nicht, wir haben noch keine unsterbliche Seele. Nun, achten Sie genau auf das, was er hier sagt. Zunächst einmal geht es darum, dass wir an Christus glauben. Glauben bedeutet auch zu gehorchen. Die Bibel spricht von dem Glaubensgehorsam. Es geht nicht darum zu sagen, ja, ich glaube an Christus und dann weiterhin in Sünde zu leben. Sondern es geht um den Glaubensgehorsam. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sogar einige der damaligen Priester dem Glauben gehorsam wurden. Also wenn wir den richtigen Glauben haben, der Glaube, mit dem der Gehorsam einhergeht, dann bedeutet dies, dass der Glaube Jesu Christi in uns ist. Und das bedeutet wiederum, dass der Heilige Geist in uns ist. Und der Heilige Geist ist die Anwartschaft auf das ewige Leben. Solange wie wir den Heiligen Geist haben, haben wir von daher das ewige Leben. Schauen Sie. Aber Gott kann uns den Heiligen Geist auch wieder nehmen, wenn wir gegen ihn sündigen, wenn wir die sogenannte unvergebbare Sünde begehen. Und dann haben wir eben das ewige Leben nicht mehr.
Deswegen habe ich gesagt, wer in Christus stirbt, wer in dem Augenblick, in dem er stirbt, den Heiligen Geist hat, der wird in der ersten Auferstehung zum ewigen Leben auferweckt werden. Sie nehmen also alle diese Stellen zusammen und sie haben das Mosaik zusammengesetzt. Und hier sagt eben Johannes, wer darüber hinausgeht, der hat die Wahrheit nicht. Und lesen wir nur noch eine interessante Stelle im Buch Jeremia. In Jeremia Kapitel 26 im Alten Testament, auch da wird genau das Gleiche wieder gesagt. Jeremia Kapitel 26 und in Vers 2. Jeremia 26 und Vers 2, so spricht der Herr. Tritt in den Vorhof am Hause des Herrn und predige denen, die aus allen Städten Judas hereingekommen sind, um anzubeten, im Hause des Herrn alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen, und tue nichts davon weg. Schauen Sie an, wahrer Prediger Gottes, damals und heute wird nichts von dem wegtun, was Gott sagt, wird nichts zu dem hinzufügen, was Gott sagt. Und damit machen wir uns sehr unpopulär, denn viele wollen das nicht hören. Viele meinen, das müsse ja anders gehen, das muss man anders sehen. Wieso kann man zum Beispiel heute gewisse Dinge noch tun, die damals sicherlich der Paulus gelehrt hat, aber der war ja nur seiner Kultur verhaftet, ja? War er nur seiner Kultur verhaftet? Oder sind die Worte Gottes für alle Ewigkeit anzusehen? Gott sagt, mein Wort bleibt in Ewigkeit. Wenn man da das damit abtun will, dass man sagt, ja, die waren der Natur verhaftet, die würden mit Sicherheit nicht den richtigen Weg finden und den richtigen Weg lehren. Als Johannes noch lebte, da hat er die Schriften des Neuen Testamentes kanonisiert. Und alles, was darauf gefolgt ist, war lediglich die Tatsache, dass die nachfolgenden Christen oder auch solche, die sich als Christen ausgaben, diese autorisierten Schriften verwendet haben. Und dann kam später natürlich die Diskussion auf, ja, welche Schriften wollen wir jetzt dann akzeptieren oder nicht, aber das war nicht mehr deren Befugnis. Die Schriften des Neuen Testamentes sind zum Abschluss gebracht worden mit dem Apostel Johannes, als er das Buch der Offenbarung schrieb, und er hat unter göttlicher Inspiration als der letztlich verbliebene ursprüngliche Apostel die Schriften des Neuen Testamentes kanonisiert. Und wir tun gut daran, diese Schriften zu bewahren. Ich habe eben gesagt, man kann nichts hinzutun zu dem, was die Bibel lehrt, und man soll auch nichts davon wegtun. Nun, dass die Idee, etwas hinzuzutun, was die Bibel lehrt, die wird normalhin als das Prinzip des Synkretismus beschrieben. Synkretismus. Das heißt so viel wie, man hat eine Idee und dann nimmt man eine andere Idee hinzu und verbindet das alles. Und dann hat man den Synkretismus geschaffen. Das ist genau das, was heute vielfach getan wird. Das ist genau das, was uns die Bibel verbietet zu tun. Schauen wir uns einmal zum Abschluss 5. Mose Kapitel 12 an. 5. Mose Kapitel 12. Ich meine, das ist für den Abschluss dieser heutigen Predigt und auch der Serie über die Zuverlässigkeit der Bibel sehr bedeutend und sehr wichtig, sich vor Augen zu halten. Denn letztendlich liegt ja die Entscheidung bei Ihnen, ob Sie Gottes Wort gehorchen wollen oder nicht. Die Entscheidung liegt nicht bei Ihnen, zu bestimmen, was Gottes Wort ist. Das hat Gott bereits für Sie bestimmt. Gott hat bereits Ihnen gezeigt, wie Sie leben sollen. Es geht lediglich darum, ob Sie demütig genug sind, Gottes Wort zu akzeptieren, oder ob Sie Ihrem eigenen Sinne folgen wollen und zu sagen, ja, ich sehe das aber anders. Und die meisten heute, die sich sogar zum Christentum bekennen, die sehen es eben anders. Aber schauen Sie, was uns Gott sagt in 5. Buch Mose, Kapitel 12. Die Verse 29 bis 32. 5. Mose, Kapitel 12, die Verse 29 bis 32. Wenn der Herr, dein Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen. Schauen Sie, Gottes Plan war ursprünglich, dass die Israeliten überhaupt keine Kriege führen sollten. Die Israeliten haben sich dazu entschlossen, Kriege zu führen, weil sie eben nicht genug Vertrauen in Gott hatten. Gott hatte gesagt, ich werde die Dinge für euch regeln. Ich werde dazu zusehen, dass die Völker, die zurzeit im gelobten Lande sind, nicht mehr da sein werden, wenn ihr dort einmarschiert sozusagen. Ihr braucht keine Kriege zu führen. Schauen Sie, als die Israeliten aus Ägypten flohen und als der Pharao dann mit seinem Heer die Israeliten verfolgte, da standen sie vor dem Roten Meer, wussten nicht, was sie tun sollten, klagten zu Gott. Mose selbst war irgendwie ein bisschen da jetzt eingeschüchtert und klagte zu Gott. Und was hat Gott ihm gesagt? Was liegst du hier vor mir auf den Knien? Steh auf! Ihr werdet die
Ägypter, wie sie ihr heute seht, nicht mehr sehen. Ich werde für euch kämpfen. Aber ihr werdet stille sein. Ihr werdet euren Frieden bewahren, wie andere Übersetzungen es bringen. Und was ist dann geschehen? Und Gott hat eben das Rote Meer gespalten. Die Israeliten sind durchgezogen. Und als sie durch waren, die Ägypter wollten ihnen nach. Und Gott hat dann wiederum das Meer über sie hereinbrechen lassen. Und sie sind alle ertrunken. Keine Kriege waren notwendig, wären notwendig gewesen. Auch heute nicht. Auch heute nicht. Wenn wir das Vertrauen in Gott hätten, was wir eben nicht haben, dass Gott für uns eintreten wird. Christus sagte Petrus, als er das Schwert zog, um Christus zu verteidigen, als er gefangen genommen wurde, stecke dein Schwert weg. Jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Wir Christen sollten diese Worte Jesu Christi akzeptieren. Aber kehren wir zurück zum 5. Buch Mose, was hier sagt, in Kapitel 12 und Vers 29. Wenn er also diese Völker ausgerottet hat, und ihr nehmt das Land dann ein, und dann wohnst du darin, Vers 30, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, also den Völkern, die ursprünglich dort wohnten, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern, schauen Sie, dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wir haben diese Völker ihren Göttern gedient. Ebenso will auch ich es tun. Aber es ging nicht darum, dass die jetzt anfangen würden, diese alten Götter zu verehren. Nein, die wollten lediglich herausfinden, wir haben die ihre Götter verehrt. So will ich es auch tun. Was würden sie tun? Vers 31. So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen. Schauen Sie, Gott sagt hier deutlich, schaut euch nicht an, wie andere Völker ihre Götter verehrt haben, und nehmt das an als einen Teil eures Gottesdienstes, um mich auf diese Weise zu verehren. Es ist dies der Synkretismus, von dem Gott sagt, das ist nicht akzeptabel. Man kann Gott nicht auf diese Weise verehren. Wenn Menschen damals Sonnengötter verehrt haben, indem sie den Sonntag heilig gehalten haben, dann war das deren Sache. Aber Gott sagt uns, dass wir ihn nicht auf diese Weise verehren sollen. Er hat uns gesagt, welchen Tag wir heilig halten sollen. Und so gibt es viele Praktiken, viele Traditionen, viele Ideen, die Menschen natürlich gebraucht haben, angewendet haben, um ihre Götter zu verehren. Die ganze Idee der unsterblichen Seele kommt aus dem Griechentum. Und die haben es aus dem Assyrertum und aus dem Babyloniertum übernommen. Die Bibel lehrt davon nichts. Ich hatte Ihnen in der letzten Sendung gesagt, dass mein Schwiegervater im Sterben lag. Er ist mittlerweile gestorben. Schauen Sie, seine unsterbliche Seele ist nicht in den Himmel gegangen, weil er keine unsterbliche Seele hat. Er liegt tot im Grab, aber er wird wieder auferweckt werden. Schauen Sie, es heißt in der Bibel, dass Christus sagt, und das steht auch im Johannesevangelium, die Stunde wird kommen, wenn alle, die in den Gräbern sind, alle, die gestorben sind, meine Stimme hören werden und werden hervorkommen. Das ist die Hoffnung. Das ist das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt keine unsterbliche Seele. Die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Die Auferstehung ist die Hoffnung. Das ist das, was wir lehren sollen, was wir glauben sollen. Wer das wegnimmt oder wer dazu etwas hinzutut, der hat die Wahrheit nicht, wenn sie dem Glauben schenken wollen, was in der Bibel geschrieben steht. So, ich hoffe, ich habe Ihnen heute in dieser Predigt noch weitere Denkanstöße gegeben. Denkanstöße auch darauf, dass wir absolute Zuversicht auf die Zuverlässigkeit der Bibel haben können. Und natürlich dann auch im Hinblick darauf, was das für Sie ganz persönlich bedeutet. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.